Herzlich willkommen. Liebe Leute, wir machen heute was mit Fleisch. Wir machen Involtini al Limone mit Zitrone. Und ich würde sagen, liebe Lisa, liebe Leute da draußen, wir starten jetzt. Es wird richtig gut. Wie es der Name schon sagt, es darf die Zitrone auf keinen Fall fehlen. Wir haben Kalbsschnitzel. Ich war schon so frei und habe es plattiert, erkläre ich aber gleich trotzdem, wie ich es gemacht habe. Wir brauchen Basilikum, leckeren Parmaschinken, Mozzarella zum Anbraten, ein bisschen Butter, ein bisschen Olivenöl und nachher für die Soße, damit das Ganze ein bisschen angedickter und cremiger wird, Creme fraiche und einen Kalbsfond. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn wir machen das Ganze mit ein bisschen Schuss. Ihr nehmt also auch noch ein bisschen Limoncello, den besten italienischen Zitronenlikör. Und dann kriegen wir ein richtig leckeres Ding. Womit starten wir? Natürlich mit dem Fleisch. Liebe Leute, das haue ich mir jetzt hier drauf. Guck mal hier. Das war mein Werkzeug vorher. Ich habe aber schon plattiert. Habe also schon ein bisschen Arbeit vorweggenommen. Wie habe ich das gemacht? Leg einfach ein bisschen Frischhaltefolie drunter und drüber. Und dann könnt ihr kloppen. Womit fangen wir an? Mit dem Zitronenabrieb. Zack, über das Fleisch. Geiler Move, ne? Finde ich gut, wenn ein Plan funktioniert. Außerdem würzen wir das Ganze jetzt mit ein bisschen Pfeffer. Salz lassen wir an dieser Stelle erstmal noch weg, weil da gleich ja noch der Parmaschinken dazukommt, der ja auch schon so eine gute eigene salzige Komponente hat, wie man das so schön sagen kann. Schön. Fleisch mit Fleisch. Fleisch mit Fleisch. Fleisch und Fleisch. Nee, Fleisch zu Fleisch gesellt sich gern. Kann man das sagen? Ich hatte ja auch mal in Kommentaren gelesen, ihr wolltet mal was Überbackenes haben. Das ist jetzt nicht so richtig was Überbackenes, aber es ist was, worin Mozzarella gebacken ist. Und ich glaube, das tut unseren fleischigen Involtini hier auch ganz gut. Deshalb geben wir hier einfach mal ein bisschen was drüber. Wir nehmen noch ein paar Basilikumblätter, belegen das jetzt hier noch. Blatt neben Blatt. Quizfrage für euch. Keep on rolling. Wer hat's gesungen? Rolling, 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 rolling. Ich weiß es. Ich war da schon mal auf dem Konzert. Lisa, weißt du es auch? Ich weiß es auch. Nicht verraten. Wir sind gespannt, wer da draußen es weiß. Ich denke, zwei Zahnstocher machen es hier voll und ganz, oder? Wir haben Öl. Wir haben Butter. Öl und Butter? Öl und Butter jetzt. Das ist nur was für die, die Geschmack zu schätzen wissen. So. Und jetzt kommen sie rein. Die kleinen Scheißerchen. Eigentlich sind das relativ große Scheißerchen heute. Am Ende decken wir das Ganze, beziehungsweise löschen es erst ab und decken es dann zu und lassen das dann so eine Viertelstunde köcheln. Aber jetzt erstmal braten. Für die Röstung, fürs Aroma, für den vollen Geschmack. So, und jetzt löschen wir das Ganze mit dem Fond ab. Zack. Und wisst ihr, was jetzt richtig coole Köche machen, die so cool sind wie ich? Die haben keinen Deckel für sowas zum Abdecken. Die nehmen einfach eine zweite Pfanne. So, knappe 15 Minuten sind um. Wir nehmen den Deckel ab. Kleiner Schluck Limoncello. Damit geht es jetzt hier auch noch drüber. Und damit das Ganze cremiger wird, ein bisschen Creme fraiche. Und das rühren wir hier auch noch so ein bisschen richtig ein. So, um die Soße jetzt noch ein bisschen anzudicken, habe ich das Fleisch eben rausgenommen und tue jetzt ganz, ganz wirklich minimals immer so ein bisschen Speisestärke dazu. Sofort einrühren, damit das halt hier nicht verklumpt. Dafür braucht ihr jetzt auf jeden Fall einen Schneebesen. Der klassischere Weg wäre halt sonst gewesen, ich hätte mir so ein bisschen was in separaten Topf abgefüllt, da dann Speisestärke mit reingetan und das dann halt einmal angedickt. Die Masse dann wieder hier zur Soße gegeben, aber wir machen das heute so ein bisschen pragmatischer und wählen halt hier die schnelle Nummer. Tun das Fleisch wieder rein, kurz. Jetzt natürlich das Wichtigste, abschmecken. Boah, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ihr merkt aber schon, es ist ja so ein bisschen ein Rezept auf Zitronen. Limoncello-Basis, ihr habt Zitronenabrieb benutzt. Macht also ruhig noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Es passt echt noch mal gut da rein. Und dann haben wir hier echt
Eine sehr, 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 sehr runde Nummer. So, liebe Lisa, jetzt holen wir uns hier so einen Klopper raus und guck mal, wie das Ding aussieht. Vor allen Dingen von innen. Guck mal hier. Ich würde es am liebsten direkt essen. Irgendwelche Leute haben entschieden, dass wir die Rezepte aber auch noch fotografieren müssen. Deswegen muss ich leider warten, aber ihr könnt das jetzt echt easy nachkochen. Das Rezept ohne Video findet ihr unten in der Infobox dann auch. Also da kriegt ihr es auch einfach nachgekocht. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt, uns Anregungen schreibt für neue Rezepte und Feedback gibt zu diesem Video und ja, den Kanal abonniert, die Glocke. Und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Ciao.